Hey, ich nochmal. Ich weiß gar nicht, habe ich euch schon meinen Fahrbahnuntersatz gezeigt? Ein Cube Aim, was eigentlich ein Mountainbike ist und kein Trekkingfahrrad, was natürlich auch schon gewisse Verschleißerscheinungen hat, wie man hier sieht, mit einem Frontgepäckträger von Thule, was ich an sich geil finde, weil man den auch an Gabeln dran machen kann, die eine Federung haben. Also eine Federung haben sollten. Also vorhanden schon, aber nicht funktionsfähig. Ja. Ich werde einfach mal testweise eine Zeitraffer laufen lassen, wie ich das Fahrrad bestücke, bepacke. Mal gucken, wie es dann aussieht und ob es jetzt folgt oder nicht folgt.